Heute in genau 4 Wochen, just um diese Zeit, werden in Lillehammer die Olympischen Winterspiele eröffnet. 2 Jahre nach Albertville, damals viel geschmäht und zu Recht heftig kritisiert, wollen die Norweger nun alles besser machen. Ein Olympia der ganz kurzen Wege, die Ökologen bei Planung und Ausführung von Anfang an mit einbezogen. Mit einem Satz, grüne Spiele in Weiß. Heike Schneider und Falko Fröner, die damals in Albertville das ganze ökologische Elend schon im Vorfeld aufdeckten, hatten wir diesmal eigentlich nur noch nach Lillehammer geschickt, um fröhlich Vollzug zu vermelden. Der Fackelläufer, ein Symbol der Olympischen Winterspiele in Lillehammer, Norwegen, ausgeholzt vis-à-vis der alpinen Strecken, ein Designer-Gag. Sie hatten dem Weltpublikum Spiele im Einklang mit der Natur versprochen, Spiele der kurzen Wege, und sie hatten ein Stück Bescheidenheit versprochen. Gesamtkosten rund 1,9 Milliarden Mark, die teuersten Winterspiele, die es je gab. Lillehammer gestaltet sich gut. Es wird richtungsweisend sein für die Zukunft, für kommende Olympische Winterspiele. Auf unserer Rundreise durch die Olympiastätten werden wir begleitet von dem Biologen Karl Partsch. Er ist Abgeordneter im Europaparlament, hat eine ganze Reihe von Naturschutzgesetzen mit auf den Weg gebracht und dem Europaparlament von dem Irrsinn in Albertville 92 berichtet. Sein erster Eindruck von Lillehammer: diese Region leidet unter schweren Baumschäden, zurückzuführen auf den Umweltschmutz, auch aus Deutschland. Da ist es drin. Hochgiftiges Ammoniak als Kältemittel braucht jede künstliche Bob- und Rodelbahn. Durch diese Rohre wird es fließen, noch weit über die olympische Zeit hinaus. Um die Gefahren zu mindern, hat man das Ganze mit Beton ummantelt. Nur einen Deckmantel? Bob und Rodeln gut. Seit mehr als einem Jahr ist sie fertig, und fertig ist auch die sie umgebende Natur. Mit 100 Sachen rasen sie vorbei an Baumskeletten. Humus und Vegetation haben im hohen Norden kaum eine Regenerationschance. Die Natur ist hier mindestens so sensibel wie in den Hochalpen. Zeitzeichen. Gekostet hat's an die 50 Millionen Mark für 5 olympische Disziplinen, die in Skandinavien kaum einer betreibt. Als würde man sie verstecken wollen, und das ist auch ganz gut so, hat man sie weit ab der Bevölkerung angelegt. Denn die Sicherheitsummantelung hat jetzt schon Risse. In Albertville, genauer bei La Plagne, nur noch Albträume 2 Jahre danach. Am Fuße der Bobbahn leben mit Gasmasken. Die Gasmasken haben wir immer noch.
Wir müssen sie jederzeit griffbereit haben. Wir sollten sie auch auf den Nachttisch stellen. Ja, auf den Nachttisch, in jedem Schlafzimmer. In jedem Schlafzimmer und für jede Person. Innerlich haben wir furchtbare Angst. Wir wissen, wie gefährlich es ist. Wir versuchen, nicht daran zu denken. Wir hätten sowieso keine Chance. Wenn es passiert, geht es viel zu schnell. Wir versuchen, einfach so zu leben, als gäbe es das alles nicht. Obwohl, wenn wir über den Dorfplatz gehen und das Kühlhaus mit dem Ammoniak sehen, wir haben Fehler gemacht in Albertville, aber es waren trotzdem gute Spiele. Ja, wir haben Fehler gemacht und wir werden aus ihnen lernen. Ergebnisse wird man in Lillehammer erkennen können. Erste Konsequenzen. Hinterlassenschaften in Albertville, ein zerstörtes Dorf und äußerst billige Immobilien dort, wo man doch eigentlich den großen Reibach machen wollte. Abgestorbene Wälder als Spätfolge der massiven Rodungen runden das Bild ab. Von olympischen Träumen redet hier schon lange keiner mehr. Spiele der langen Wege, auch das war Albertville. Und Lillehammer hat versprochen, alles zu Fuß. Von wegen, 120 Kilometer sind nicht eben ein Katzensprung. Man setzt auf die Bahn im 10-Minuten-Takt. Sie ist eingleisig, wie soll das gehen? Was bleibt, ist eine ordentlich ausgebaute Landstraße. Übrigens werden jeden Tag 140.000 Sportfans erwartet. Wir fahren nach Ringebu, dem nördlichsten aller Austragungsorte, Herrenabfahrt, die Mittelstation. Ein Denkmal für den Architekten dieser Strecke, Bernhard Rossi. Hat sich Russi den Russisprung gestaltet. Aber das ist natürlich alles planiert. Und wenn man hier ringsherum noch die absterbenden Bäume sieht, dann kann man da schon einen leichten Schock bekommen. Bäume reagieren so empfindlich auf irgendwelche Störungen, dass man das hier an ihrem Nadelkleid ablesen kann. Da haben wir vor 3 Jahren noch eine normale Nadellänge. Und dann kommt ein schwerer Eingriff, da ist ein Großteil der Wurzeln des Baumes durch Planierarbeiten geschädigt. Das war sicher im Spätsommer vor 3 Jahren. Also da habe ich ganz kurze Nadeln und ein ganz geringes Längenwachstum. Und jetzt erholt sich der Baum wieder, hat aber noch lange nicht die Nadelgröße, die normal wäre. Mit solchen Aufreißen der Wälder ist ja auch verbunden, dass dann die Schadstoffe von unten in die Wälder reinfahren und eben der ganze Vergiftungsvorgang schneller läuft als in einem normalen Wald, der noch eine gewisse Abdeckung hat. Dort, wo die hofierten Abfahrtshelden ihre Knochen riskieren, sah es vor ein paar Jahren so aus. Und dann kamen sie, die unbedingt notwendigen Baumaßnahmen. Für die Königsdisziplin lässt man sich nicht lumpen. Von grünen Spielen kann man hier nicht reden. Die sind nicht grün, die sind nicht ökologisch, sondern man hat genau das Gleiche, was man in Albertville gemacht hat, hat man hier wieder gemacht. Es sind ja die gleichen Menschen, die die Verursacher dieser Zerstörung sind. Bernhard Rossi, 1992 in Val d'Isère. Der Schweizer geht gerne voran und oft einen Schritt zu weit. Damals und heute wieder. Wir, das IOC, können doch die Veranstalter nicht belehren. Sie zeigen uns, wie man das macht und Gefahren für die Umwelt weitgehend ausschließt.
Auch in Lillehammer wurde nicht nur mit Spaten und Pickel Hand angelegt. Wir haben es zumindest anders erlebt. Schweres Gerät hat auch hier die hochsensible Natur auf die Schippe genommen. Ein junger Baum, vom Sämling angefangen, der braucht ja mindestens 80 Jahre. Und dann ist er noch gar nicht besonders groß, weil er eben so langsam wächst. Jetzt kommt aber dazu der Zustand der Vergiftung der Bäume durch die Luft, sodass ich also von den gesunden Verhältnissen gar nicht ausgehen kann. Und das muss ich auch in diese Maßnahmen mit integrieren. Ich kann nicht sagen, das Waldsterben ist das eine und die Olympischen Spiele mit den Erschließungsmaßnahmen sind das andere. Das Grüne Gewissen, die Ansprechpartner für die norwegischen Organisatoren, die Weltverbände und das IOC residieren in drei engen Räumen eines Hinterhauses in Lillehammer. Sie haben sich aus einer kleinen Gruppe Olympiagegner gebildet und so manches sinnvolle Detail auch erreicht. Vor allem aber können sie mit bis jetzt noch nicht veröffentlichten Dias die gravierenden Eingriffe zum Wohle von Olympia dokumentieren. Eine kleine Auswahl. Die Olympischen Spiele ganz generell müssen ein Beispiel geben für den Umweltschutz. Die Norweger haben nicht die geringste Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Das ist ja ein europäisches Gesetz, die bei solchen Großerschließungen hätten gemacht werden müssen. Dass man vorher, ehe man mit der Maschine anfängt, da zu zerstören, dass man vorher neutrale Fachleute zuzieht und beurteilen lässt, kann man das verantworten oder muss man Nein zu der Erschließung sagen? Schneekanonen überall, weltweit umstritten. Und was ich hier nicht verstehen kann, das mich eigentlich entsetzt, es schneit wie wahnsinnig und Tag und Nacht laufen die Schneekanonen an allen entsprechenden Sportstätten. Und da habe ich kein Verständnis dafür. Schnee aus der Retorte für einen besonders harten und schnellen Untergrund. Eine Pflichtnummer, die von den Skiverbänden schlicht vorausgesetzt wird. Das kostet unvorstellbare Mengen Trinkwasser und mit dem hier verbrauchten Strom könnte man ganze Städte beleuchten. Von Ringebu 2,5 Stunden Autofahrt, denn da gibt es ja auch noch Lastwagen für die Ver- und Entsorgung und 1700 Olympiabusse. 2,5 Stunden. Wir sind in Gjøvik, im Süden des Olympiagebietes. Hinter diesem bescheidenen Haupteingang, Sesam, öffne dich, eine unterirdische Sportarena ganz besonderer Art. 16 Eishockeyspiele, Playoff inklusive, und danach? Eine sprengmeisterliche Leistung allemal, eine zündende Idee der Norweger. Die von Nordkorea bedrohten Südkoreaner haben die entsprechenden Lizenzen bereits erworben. Japan ist interessiert. 29.000 Lkw-Ladungen Geröll landeten im und am Ufer eines bis dahin unberührten Binnensees. Sinn macht der gigantische Kostenfaktor nur, wenn man weiß, dass diese Luxushöhle einschließlich VIP-Bereich nach dem friedlichen Wettstreit der Jugend der Welt auch als Atombunker genutzt werden kann. Verrückte Welt. Die Musik des Olympischen Eishockeyturniers aber spielt ganz woanders, in Lillehammer, 50 Kilometer entfernt. Dort hat man direkt neben einer vor ein paar Jahren gebauten Halle, Stichwort Eishockey-B-Weltmeisterschaft, kurzerhand noch einen Eispalast hingesetzt.
Großzügiger, weiträumiger, noch moderner. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und wenn das Publikum nach dem Straßenfeger Eishockey Italien gegen Schweden etwa am Abend Eiskunstlaufen genießen will, dann geht's wiederum 50 Kilometer in Richtung Süden, nach Hamar. Spiele der kurzen Wege? Naja. Eine Doppelhalle, die kleinere ist zum Aufwärmen der Sportler da. Ein Kilometer entfernt das architektonische Glanzstück der bejubelten Olympiabauten. Ein Wikingerschiff auf den Kopf gestellt, ganz knapp am Rande eines wichtigen Vogelschutzgebietes. Ein fauler Kompromiss, mehr war nicht drin für die Umweltschützer. Die Halle wurde um ganze 50 Meter vom Wasser weggesetzt und um 180 Grad gedreht. Gigantisch die Ausmaße, gigantisch die Bausummen, gigantisch der Energieverbrauch. Er entspricht dem von 200 Wohnhäusern. Übrigens, beim Bau fielen so ganz nebenbei 260.000 Kubikmeter Erde buchstäblich ins Wasser. Und der nachträglich aufgeschüttete Schutzwall für die bedrohte Vogelwelt hat auch nur symbolischen Charakter. Tiere sind bekanntlich lärmempfindlich. Dabei wollten die Norweger eigentlich nur dieses Eisschnelllaufstadion einen Steinwurf vom Gigantismus entfernt modernisieren. Bei der Bewerbung 1988 hatte man so 800 Millionen Mark auf der Rechnung. Nun ist es mal eben 1 Milliarde mehr geworden. Gut, die Kommerzialisierung ist normal für uns. Wir müssen ja mit der Entwicklung Schritt halten. Das ist wie bei allen anderen Organisationen weltweit. Sonst würde der Sport stagnieren, zumindest in vielen Ländern. Wir alle müssen mit den Ansprüchen zurück, wenn diese Erde noch weiter für den Menschen lebenswert bleiben soll. Und das sollte man auch bei diesen Veranstaltungen schon beispielhaft vormachen, dass man auch dieselben Spiele machen kann, ohne diesen wahnsinnigen Geldaufwand, wo es so viel Not in der Welt gibt, ist es eigentlich eine Todsünde, dass ich für solche sportliche Veranstaltungen dann ein solches Unmaß an Geld bereitstelle. It is expensive. That's the truth. Ja, die Spiele sind teuer, das steht fest. Ich denke aber, auf lange Sicht werden sie sich auszahlen für Norwegen. Auf lange Sicht werden wir profitieren. Es ist eine fantastische Chance, als wenn sich ein Fenster öffnet. Die Menschen kennen bisher dieses kleine Norwegen ja nicht. Und nun haben wir eine wundervolle Chance zu zeigen, wofür wir stehen. Der Lack ist ab in Albertville und ringsherum Ausverkauf. Die Spiele haben uns in der Welt bekannt gemacht und verdammt viel Geld gekostet. Tristesse, hier hat man den Circus Maximus vor 2 Jahren eröffnet. Wenn man hat so viel Geld für das Vergnügen von ein paar wenigen und deren Fest ausgegeben, die anderen hat man schlichtweg vergessen. Verwaist und verödet die olympischen Stätten von Albertville. Dort, wo begrünt werden sollte, immer noch Geröll. Es ist wieder so wie früher. Nichts hat sich wirklich verändert. Auch auf dem Arbeitsmarkt hat es keinerlei Aufschwung gegeben. Eigentlich ist gar nichts positiv. Und was die Steuern betrifft, zahlen wir jetzt weitaus mehr. Der fein hergerichtete Bahnhof von Albertville, jetzt ein paar Nummern zu groß. Die Provinzstadt ist längst wieder abgekoppelt vom großen Geschäft. Olympia ist nicht mehr der große Renner.
Die Leute halten schon mal ab und zu, um die Olympiastätten zu sehen. Aber das wird im nächsten Jahr endgültig vorbei sein. Nein, die Kapazitätserhöhung in nutzbringender Verbindung mit den Spielen, die 1992 die Welt bedeutet hatten, waren eine Milchmädchenrechnung erster Klasse. Die architektonischen Scheußlichkeiten aus der Gründerzeit des alpinen Fastfood-Urlaubs sind selten ausgebucht. Sowas gibt es Gott sei Dank nicht in Norwegen und wird es auch nie geben. Lillehammer, 23.000 Einwohner, norwegische Beschaulichkeit, ein bisschen Handwerk, ein bisschen Industrie, ein bisschen Touristik und eben die Spiele für 1,9 Milliarden Mark. Wirtschaftlich gesehen hoffen wir, dass es in der Welt insgesamt bald wieder aufwärts geht. Aber wir haben auch Pläne für den Notfall, für ganz, ganz kleine Spiele. Rückblende. Lillehammer vor ein paar Jahren. Von den Olympiabaustellen keine Spur. Dann hat man den Hausberg spendiert. Lillehammer im Sommer 93. Kinder üben eifrig für die Eröffnungsfeier und über ihnen die Erosion. Stadtansichten, wie man es dreht und wendet. Erst Generationen später wird man wirklich wissen, ob der Preis nicht doch zu hoch war. Sowas prägt das Stadtbild neu. Vielleicht wird das Stadion bald das Stadtwappen zieren. Ansichtssache. Noch allerdings ist er ein Skiläufer. Denn hier, irgendwo um Lillehammer herum, hat es mit dem Wintersport mal ganz klein angefangen. Und damals hopste man noch über richtigen Schnee. Eine Riesensache ist daraus geworden. Hinter ihr wird die Buckelpiste zurechtgeschoben, die Ministerpräsidentin auf Besichtigungstour. Auch sie voll des Lobes über den Stand der Dinge. Sie spricht immer wieder gern und viel von der Umweltverträglichkeit. Man möchte beinahe meinen, sie weiß wirklich nicht, wie es unter dem Schnee aussieht. Über diese Straße wird sie später zum Stadion der Biathleten gelangen. Hier waren saftige Wiesen, die das Erdreich zusammenhielten und Bäume natürlich auch. Jetzt sieht man, wie gut es war, den Umweltschutz in den Mittelpunkt zu rücken. Beim Sportstättenbau und überhaupt bei der Planung der Spiele. Vom kleinen Detail bis zum großen. Wir haben Rücksicht genommen auf vorbildliche Weise. Seht, wie gut das gelungen ist. Ein Netz, das die Bleikugeln beim Biathlon auffängt. Umweltfreundliche Details, mehr nicht. Wie sagt man doch so schön, über alles wächst Gras, hier nicht mehr. Na, ganz generell kann man sagen, dass alles, was dort oben wächst, sehr viel länger braucht, praktisch um ja, einfach überhaupt in ein, wie wir gerne sagen, ein Mannbarkeitsalter zu wachsen. Also bis sie anfangen zu fruktifizieren, sich selber vermehren können, sowas. Das dauert alles sehr lange. Bis sie nur eine Schutzfunktion erfüllen können, ein junger Baum, vom Sämling angefangen, der braucht ja mindestens 80 Jahre. Und dann ist er noch gar nicht besonders groß, weil er eben so langsam wächst. Der Wald ist eigentlich an allen Stellen gleichermaßen wichtig. Er dämpft die Klimaextreme. Wo sie Wald haben, haben sie keinen starken Wind. Wo sie Wald haben, wird die Feuchtigkeit gehalten und fließt nicht sofort ab. Wo sie Wald haben, ist keine Erosion. Und wo sie Wald haben, werden letztlich auch Schadstoffe ausgekämmt. Es gibt Leute, die können das also ziemlich plausibel machen. Hätten wir keinen Wald, würde bei uns die Häufigkeit der Atemwegserkrankungen sehr viel größer sein, weil wir diese ganzen Stoffe selber dann also in viel größerem Umfang
zu uns nehmen, gewissermaßen. Ja. Ich kann nicht sagen, das Waldsterben ist das eine und die Olympischen Spiele mit den Erschließungsmaßnahmen sind das andere. Nein, das beides gehört zusammen, das ineinander verflochten. In 4 Wochen also geht's los mit dem Mummenschanz sportlicher Höchstleistungen. Und wieder geht es ums Gold. Und wo es ums Gold geht, geht's ums Geld. Koste es, was es wolle. Das IOC koordiniert lediglich. Wir sind nicht die Fachleute für die speziellen Probleme der Verbände oder Veranstalter. In Atletismo, in Ski oder in Artistik. Nur ein Wanderzirkus, es ist ein zerstörender Wanderzirkus. Und das ist das, was mich auf die Barrikaden bringt. Denn wenn ich mir vorstelle, da denke ich auch weltweit, in der Bergwelt der Welt werden mit diesen Olympischen Winterspielen wahnsinnige Schäden angerichtet. Und da mache ich die Überlegung, muss denn das sein? Wenn solche Großveranstaltungen, das ist auch das Fazit des Europäischen Parlaments, noch stattfinden, das gilt nicht bloß für Olympische Winterspiele, es gilt für die Weltmeisterschaften, für andere Großveranstaltungen, dann bitte doch nur an Orten, wo die Infrastruktur bereits vorhanden ist. Und wir haben ja auf der ganzen Welt verteilt genügend solche Orte, die wir immer wieder nützen können. Willkommen in Lillehammer. Sie, die sportbegeisterten Norweger, werden ein mitreißendes Sportfest zelebrieren, kein Zweifel. Indes steht zu befürchten, danach gibt es, wie in Albertville, auch hier ein böses Erwachen. Wenn man diesen Fackelträger, der hier Symbol ist für die Spiele, wenn man den in Form einer gewaltigen Rodung gegenüber der Slalompiste dann darstellt in der Natur, in einem Schutzwaldgebiet, das ich kaputt mache damit, dann kann ich das absolut nicht verstehen. Das halte ich für eine Todsünde und das ist für mich gleichzeitig Symbolik für die nicht grünen Spiele. Das glaube ich nicht, dass in Lillehammer Bäume gefällt worden sind, um das Symbol der Winterspiele darzustellen.